Denkt euch ein Mädchen, das immerzu die Arme schlaff wie alte Karotten in die Trance des Hypnotiseurs fällt, in eine Geisterwelt und mit der Gabe von Zungen spricht. She's stuck in the time machine, suddenly 2 years old, sucking her thumb, as inward as a snail. Und vor einer Woche haben wir uns entschlossen, es so zu tun. Wir werden in einer kleinen Kirche getraut werden. Und das Einzige, was nicht ganz stimmt, ist, dass ihr nicht dabei seid. Bitte gebt uns euren Segen. Ihr werdet stolz auf uns sein. Wir werden eine glückliche Ehe führen und viele wunderschöne Enkelkinder für euch haben. Ich trinke hier drin die gleiche alte Besatzung. Die gleiche verwüstete Szene. Ins Gesicht schlagen. Der Alkoholiker kommt mit seinen Golfschlägern. Die Selbstmörderin kommt mit extra Pillen, eingenäht ins Futter ihres Kleids. Ins Gesicht. Die Dauergäste haben nichts Neues gemacht. Ihre Gesichter sind immer noch klein, wie Babys mit Gelbsucht. Ich hasse Linda und schlage ihr ins Gesicht. Vor drei Wochen bin ich in Lindas Zimmer gegangen. Mit Streichhölzern. Ich bin vor 3 Wochen mit Streichhölzern in Lindas Zimmer gegangen. Aber du, mein Doktor, mein Schwärmer, warst besser als Christus. Du versprachst mir eine andere Welt, die mir sagen würde, wer ich war. Ich zweifle nicht daran, dass sie in einer Abteilung für Schizophrene auch deren Symptome gezeigt hätte. Ich machte bei ihr die Erfahrung, dass es egal war, was für Fehler ich beging. Es zählte nur, womit ich ihr half. Wir saßen im selben Boot. Er zwang alle Männer bei Hofe, sich die Zunge mit Atta zu schrubben, um die Luft nicht zu vergiften, in der sie lebte. So lebte sie in seinem Duft, üppig wie Geißblatt. Als ich zum ersten Mal krank wurde und eingewiesen werden sollte, fühlte ich mich sehr alleine. In der eigenen Schüssel zu wüten, ist keine große Sache. For John, who begs me not to inquire further. Zuerst war es privat. Aber dann war es mehr als ich. But that there was a certain sense es war du there, oder dein Haus, deine Küche. Worth learning in that narrow diary. Und wenn du dich abkehrst, weil es hier nichts zu lernen gibt, in the common places of the asylum, werde ich sie halten, meine leidige Schüssel. Where the cracked mirror on my own self mit ihren zersprungenen Sternen funkelnd wie eine vielschichtige Lüge. Und ihr eine neue Haut überziehen. This is something you would never find in a lovelier place, my dear. Although your fear is anyone's fear. Like an invisible veil between us all. And sometimes, in private, my kitchen, your kitchen. Thank you.
1960 Nominierung für den National Book Award Two Badlands. 1967 Pulitzerpreis für Live or Die. 1972 Ernennung zur ordentlichen Professorin an der Boston University. Viele Prinzen versuchten durch die Dornhecke zu kommen, denn sie hatten viel von Dornröschen gehört. Aber sie hatten sich ihre Zungen nicht geschrubbt. Und so blieben sie in den Dornen hängen und wurden folglich gekreuzigt. Ich wohne 9 Meilen außerhalb von Boston. Ich führe kein Dichterleben. Ich sehe aus wie eine Hausfrau und benehme mich auch so. Meine Tochter sagt zu ihrer Freundin: Eine Mutter ist jemand, der andauernd Schreibmaschine schreibt. Dabei koche ich sogar. Das Vorgefühl ist stärker als Alkohol. Nicht bloß mit ihnen schlafen, nein, das ist ein Ritual. Wenn ich es erzwingen will, sage ich bloß, ich brauche dich. Manchmal denke ich, gut, dann werde ich sterben, das ist eine Krankheit. Es wird meine Kinder zerstören, wird meinen Mann und die Meinung der anderen über mich zerstören. Es war eine merkwürdig deplatzierte Bemerkung, weil sie unmittelbar zuvor davon gesprochen hatte, wie man eines ihrer Organe aus ihrem Körper entfernt hatte. Auf diese Weise war man überhaupt nicht an ihrem Körper interessiert. Und gleichzeitig wurde man in ihre blaue Grotte eingeladen. I'm the queen of this condition. I'm an expert on making the trip. And now they say I'm an addict. Now they ask why. Why? Don't they know that I promised to die? I'm keeping in practice. I'm merely staying in shape. The pills are a mother, but better. Every color and as good as sour balls. I'm on a diet from death. Yes, I admit, it has gotten to be a bit of a habit. Blows 8 at a time, sucked in the eye, hauled away by the pink, the orange, the green, and the white goodnights. I'm becoming something of a chemical mixture. Liebste Linda, heute als meine literarische Nachlassverwalterin nominiert, und rechtskräftig anerkannt. Ich schaff das nicht. Das ist alles, soll einfach heißen. Ich schaff das nicht. Das ist wirklich alles. Um Himmels Willen, Cindy, kapierst du? 8 Jahre lang Therapie. 8 Jahre. Zu Beginn ich an nichts, wirklich an nichts. Nach 2 Jahren ich immer noch an nichts. Und dann fange ich an, etwas zu sein. Und dann stirbt meine Mutter. Danach mein Vater. Dann der große Sturm. Dann die Erholung. Langsam, langsam und aufreibend. Für Martin wie für mich spricht die Hölle. Ich bin eine sehr schwierige Patientin. Ich agiere aus. Und dann komme ich ein ganzes Stück weiter. Ich bessere mich. Ich bessere mich, Cindy. Und dann, wenn Dr. Martin jetzt wegzieht, ich schaff das nicht. Kapierst du die ganze Übertragung, das ganze Vertrauen? Alles noch einmal von vorne, Cindy, bitte hilf mir. Ich muss jemanden haben. Bin ich zu dramatisch? Wie geht man ohne Schlaftabletten schlafen? Wie lebt man in dem Wissen, dass der Tod, der eigene Tod, still im Körper wartet und einen zu irgendeiner x-beliebigen Zeit überfällt? Wie kriegt man das hin, wenn es keinen Gott gibt? Wie macht man es, nicht von einem Blitz getroffen zu werden? Sie setzte sich auf den Fahrersitz ihres alten roten Kuga. Sie ließ den Motor an.